Herzlich willkommen beim Whisky-Wichser. Der Patient des heutigen Tages ist der Glenmorangie La Santa, 12 Jahre alte, aus dieser wunderschönen Box, die ich das letzte Mal schon vorgestellt habe. Mit in dieser Box sind der 10-jährige, The Original. Blende ich rechts oben mal den Link zum Verkostungsvideo ein. Ein ganz normaler, im Ex-Bourbon-Fass gereifter Single Malt Whisky. Dann der Quinta Ruban. Der ist im Portweinfass nachgereift, den probiere ich dann im nächsten Video. Und last but not least, der Nectar d'Or, der durfte in Sauternes-Fässern nachreifen. Ja, der 10-Jährige, den fand ich insgesamt ein bisschen schwach auf der Brust. Für Einsteiger ist er sehr gut geeignet, aufgrund seines milden Charakters, aber für Fortgeschrittene ist er nix. Ja, deswegen von dem La Santa erwarte ich heute definitiv mehr. Der durfte nämlich noch 2 Jahre in Oloroso Sherryfässern nachreifen und deswegen sollte er sehr stark fruchtig sein und vielleicht auch eine leichte Bitterkeit aufweisen, wegen der europäischen Eiche, aus der dieses Oloroso Sherryfass gefertigt ist. Ja, viermal 0,1 Liter, habe ich das letzte Mal schon angesprochen. Das Besondere speziell an dieser Flasche hier ist jetzt, dass das die Variante ist mit 46 Volumenprozenten, nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert. Anscheinend trinkt man diesen La Santa gerne auf Eis und die Leute fanden es dann widerlich, wenn er flockt, weil er nicht kühl gefiltert ist. Denn wenn man im Jahr 2015 eine Flasche Glenmorangie La Santa kauft, dann ist sie gefärbt und sie ist kühl gefiltert. Und scheinbar war den Leuten die 46% Volumenalkohol zu stark, denn er wird auch nur noch mit 43 Volumenprozenten abgefüllt. Ja, komische Sache, ich kann es irgendwo nicht verstehen. Der Trend bei den Single Malts geht in die Richtung, dass die Brennereien umstellen, nicht mehr färben und nicht mehr kühl filtern und infolgedessen auch mit 46 Volumenprozenten abfüllen, dass der Single Malt nicht trüb wird, weil einfach die Leute einen ehrlichen Whisky haben möchten, wo zwischen Fass und Flasche wenig Prozess stattfindet, ja, einfach einen ehrlichen Malt. Und so sollte ein Single Malt sein, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert und schön kräftig. Dadurch braucht er halt eine gewisse alkoholische Stärke. Und ja, bei Glenmorangie scheint man das gerade andersrum zu machen. Man reduziert den Alkoholgehalt, man fängt das Färben und das Kühlfiltern an. Ich kann es irgendwo nicht verstehen. Für mich ist das ein Rückschritt, aber die werden sicher ihre Gründe haben, warum sie das machen. Auf jeden Fall ist das hier noch die alte Variante, die kräftige, die ehrliche Variante. Und ich freue mich auf dieses Fläschchen. Ja, und dann machen wir mal das gute Stück gleich auf. Oh, da ist irgendwie die Lasche beschädigt. Na? Na? Ja, jetzt. Der kann sich wehren, was er will, der wird es geöffnet. So. Ja, was Nachreifung betrifft, da habe ich im ersten Video, habe ich das auch kurz erklärt, was Nachreifung betrifft, wird eigentlich am meisten in Sherryfässern nachgereift und das hier ist so ein typischer Sherryfass nachgereifter. Und dadurch, dass der jetzt nicht gefärbt ist, können wir hier natürlich auch die Farbe beurteilen. Was sagt die Farbe? Wir brauchen mal einen leichten Kontrast. Ich nehme jetzt einfach mal, ich habe gerade nichts anderes, das Zewa hier. Das ist schon ein sehr, sehr dunkles Bernstein. Sieht man's? Hier so mit Licht. Also sehr dunkel, schöne Farbe, gefällt mir sehr gut. Mir persönlich sind die ins bräunlich gehenden Töne des Single Malts lieber wie die goldenen, aber vielleicht wird die Farbe auch nur überbewertet. Gleich sehr, sehr starkes Sherry-Aroma. Absolut dominant. Erinnert mich jetzt an Nüsse. Sehr stark nussig. Ich überlege nur gerade,
In welche Richtung von der Nuss? Ja, eine Haselnuss. Riecht sich so ein bisschen wie ein Hanuta. Ja? Ja, doch. In Kombination mit der Waffel? Ja, ein Hanuta. Passt auch, weil hier rieche ich auch die Schokolade raus. Was dann wirklich dieser europäische Eiche geschuldet ist, die hinterlässt da wirklich ihren Eindruck und hat in den 2 Jahren Nachreifung, hat die da wirklich diesen Charakter des Single Malts geprägt. Beim 10-Jährigen kommen jetzt verhältnismäßig wenig Aromen und der hier ist wirklich durch das Oloroso Sherry Fass geprägt und das erklärt dann diese Nussigkeit und die Schokolade. Aber die Schokolade im Hanuta ist eine Vollmilchschokolade, das hier ist eher so eine zartbittere Schokolade. Und sehr schön die Vanille im Hintergrund, die das Ganze toll trägt. Riecht sich toll. Schön voll im Mund. Weich. Eine nussige Süße. Jetzt ist es wirklich, als würde ich in den Hanuta reinbeißen. Also ich kriege den auch jetzt nicht mehr aus dem Kopf raus, den Hanuta. Eine minimale Bitterkeit. Und sowas. Im Abklang sowas wie ein Cappuccino. Wird jetzt trocken. Der ganze Mund wird trocken. Die Zunge ist belegt. Und diese Süße vom Cappuccino bleibt doch toll. Die Nussigkeit wird immer deutlicher jetzt. Und die Vanille sehr stark. Den Alkohol merkt man kaum. Also die 46 Volumenprozente binden sich so toll in diesen Single Malt ein. Ich frage mich dann, ob die aktuelle Variante im Jahr 2015 mit 43 Volumenprozenten dann zu lasch schmeckt. Wenn man die 46 kaum merkt, wie sieht es dann bei 43 aus? Der Abgang ist mittellang, würde ich ihn jetzt behaupten. Er ist warm, süß, trockener werdend. Und diese nussige Süße, die hält sich ziemlich lange. Ja, ich reibe mir hier die ganze Zeit schon die Hände in den letzten Videos schon, weil es hier unten in der Kellerbar extrem kalt jetzt ist. Und deswegen reibe ich mir ein bisschen die Hände, weil die sind schon kalt. Deswegen ist es schön, dass dieser Single Malt hier schön wärmt. Läuft den Rachen wirklich ganz langsam, krabbelt er runter. Ja, toll. Toll, ein toller Sherry Fass gereifter Single Malt. Kann man mit dem 10-Jährigen nicht mehr vergleichen. Ist eine andere Dimension. Wer so eine Flasche möchte, jetzt die entschärfte Version mit 43 Volumenprozent, kommt jetzt schon an die 50 Euro im Preis ran im Jahr 2015. Wer jetzt den 46-prozentigen, nicht gefärbten und nicht kühl gefilterten werden, da haben es jetzt die Sammler mittlerweile schon drauf abgesehen, weil es den nicht mehr gibt. Also er wird nicht mehr produziert. Und ja, da sind die Preise schon ein Stück weit über 50 Euro. Aber probiert den aus. Für einen Sherry Fass gereiften ist er toll, kann ich ihn empfehlen. Und ja, abonnieren. Danke fürs Zusehen. Haut rein.